Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Leider ist gerade die Stimmung nicht mehr so hoch hier im Düsterdorf, denn alle Bewohner werden aus irgendeinem Grund immer, wenn die Glocke läutet, zu Schweinen verwandelt. Oink, oink. Wir müssen ihnen helfen. Ich weiß, dass auch ein Düsterdörfler, aber wohl vor lauter Schreck den Heimweg vergessen hat? Ja, das kann sein. Wie kommen wir hier durch? Das bringt nichts. Wir müssen hier durch. Da geht es schließlich weiter. Da ist ein Schlüssel? Also ich kann hier drauf stehen. Vielleicht hilft es ja, wenn ich versuche, mit Yoshi rüber zu fliegen. Nee. Nee, das funktioniert nicht. Na, das ist doof. Vielleicht müssen wir doch wieder zurückrennen? Was sagst du? Da, unter dem umgefallenen Baum, da ist was. Soll ich vielleicht mit deinem Panzer krabbeln und es rausholen? Ah, ja, das kannst du machen. Ich wäre tatsächlich zurückgegangen, deshalb danke für den Tipp. Ladenschlüssel! Ah, okay, mit dem müssen wir so oder so wieder zurück. Danke, Kopio. Sehr nett von dir, dass du uns hilfst. Ja, denn der Ladenbesitzer wurde leider verwandelt und wir können nicht an sein Arsenal an Items ran. Doch, wenn wir jetzt den Schlüssel benutzen, dann wird das auf jeden Fall klappen. Ich denke, jetzt braucht er den eh nicht mehr, jetzt wo er ein Schwein geworden ist, oder? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir können das bewegen? Alter, wie stark ist Mario bitte? Oh mein Gott, ich habe ihn richtig unterschätzt. Was zur Hölle? Einen weiteren Schlüssel, aber in schwarz. Ein schwarzer Schlüssel, der öffnet eine schwarze Truhe. Okay. Eine schwarze Truhe? Habe ich irgendwo schon mal... Nein. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo schon mal eine schwarze Truhe gesehen habe. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Ja, die Frau, die weint leider wegen ihrem Mann. Aber es müssen wir erstmal ignorieren. Wir müssen erstmal ins Lager und alles schnappen, was wir finden können. Was uns helfen kann. Ein Buhlaken! Macht körperlos und unangreifbar. Und Gelee Royale stellt 50 BP wieder her. Oh mein Gott. Lebenspilz stellt 10 KP wieder her, wenn Mario down ist oder ein Partner. Was? Wirf was weg? Ja, okay. Kann ich machen. Ich habe hier einen Trockenpilz, brauche ich nicht mehr. Da war der Moment. Ah ne, wurde schon sortiert. Okay, na gut. Ja, den verwenden wir mal. So, mach mal auf mich. Ich brauche es. Ich hab's nötig. Ah, hier sind jetzt noch mehr Items, ne? Und hier ist die schwarze Kiste. Das ist die doch, oder? Warte, bevor wir jetzt weitermachen, will nicht irgendwas wegschmeißen müssen. Gut, dass das Lager endlich offen ist. Nimm dir alles, was dir gefällt. Ich denke, es ist ein guter Tausch, wenn ich dafür meinen Mann zurückkriege. Sich ärgern bringt nichts und ich kann jetzt alle Vorbereitungen treffen, um den Laden neu zu eröffnen. Wenn nur mein Mann wieder die Alte wäre. Der Alte wäre. Und mir, um mir im Laden zu helfen. Okay, kann ich aber nicht meine Items bei dir irgendwie? Nein, schade. Okay, kann ich nicht lagern. Ich darf nicht. Dann nehme ich einfach den Items mit. Das ist ein Orden. Tatsächlich, Verteidigerorden. Marius Verteidigung steckt um 1. Das klingt fancy. Zeig mal. Boah, 5 OP. Ja. Der Einsatz jedes weiteren Ordens steigert den Wert um 1. Funktioniert nicht bei Angriffen, die Verteidigung umgehen. Das ist schon ein guter Orden, ne? Wir müssen auf jeden Fall wieder OP-Level, wenn wir Level bekommen. Was höre ich da? Ist da jemand? Oh nein, ist es wieder der Fluchgeist? Hätte nie gedacht, dass sich eine Menschenseele an diesem entlegenen Ort verirrt. Meinst du mich? Was? Du hast schon einmal so eine Kiste gesehen? Niemals, das kann nicht sein. Das hat absolut nichts mit mir zu tun. Ich bin friedlich und ich habe nur eine Bitte an dich. Hol mich heraus. Was? Ich würde dich mit einem Fluch belegen, wenn du mich rauslässt? Wenn du das so nennen willst... Ich werde dir eine wundervolle Fähigkeit verleihen. Na, wie wäre das? Das klingt schon besser, ja? Ich bitte dich, finde den Schlüssel und öffne die Kiste. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Du bist meine letzte Hoffnung. Bitte? Warte mal, oh, du hast den Schlüssel schon gefunden. Oh, was für ein Glück. Okay, hier. Du Tor! Ich, was? 11 Meter? Oh, schon wieder ein Fluch. Verdammt, ich fall immer drauf rein.
Du hattest wohl gedacht, du befreist eine Prinzessin oder sowas? Aber nein, und wie versprochen kommt jetzt mein fürchterlicher Fluch. Mein Fluch ist schrecklich. Dein Körper rollt sich zusammen und kugelt herum. So, sei denn verflucht! Ich kugel mich herum? Damit bist du verflucht, selber schuld. Sobald der Fluch wirkt, wirst du nicht mehr laufen können. Ein köstliches Vergnügen. Und jetzt zeig mir deine gepeinigte Gestalt. Als jetzt hat er gedrückt und dreht, dann den Stick mehrmals. Okay. Was für eine Witzfigur. Du kannst jetzt nur noch lächerlich herumkommen. Lass mich dich in dieser absurden Form rumkullern sehen, wie einen alten, fortgeworfenen Haarschein. Oh, wir sind klein. Cool. Wenn du B drückst, wird der Fluch von dir genommen. Merk dir das. Okay. Easy. Yeah. Nun sag mir, hast du deinen kugelrunden Fluch verstanden? Ja, Mann. Dankeschön. Und dann lebe wohl, du Narr! Yeah! Wow. Frag mich, wer dummer ist. Mario, der immer drauf reinfällt, oder der Typ, der immer denkt, das ist ein Fluch? Aber okay, neue Fähigkeit. Keine Ahnung, wie wir die benutzen können, aber... Oh, E-Mail. You got May. Ratausgabe 3. Roningen heute. Heute Mittag kam es aufgrund eines Ereignisses zu Störungen im Fahrplan des Glimmerliners. Um ein Foto des Zuges zu machen, durchbrach der junge Lakitone, 18, die Absperrung am Gleis. Der Zug musste deshalb vor dem Bahnhof warten. Ich verstehe alle, die Züge mögen, aber man darf den Betrieb doch nicht so einfach stören, so die Aussage des Fahrdienstleiters. Dem jungen Lakito wurde nach dem Vorfall gründlich die Leviten gelesen. Shopping Detektiv, der Souvenirshop von Falkenheim. Hier spürt man deutlich die Konkurrenz des Hotdog-Standes. Manche Gäste bemerken den Souvenirshop gar nicht mehr. Verliert der Traditionsbetrieb seine Kunden? Der Kommentar des Besitzers: Hotdogs? Schreckliches Zeug, das ist weder lecker noch gesund. Aber irgendwann werden die Leute das schon merken. Nein. Rezept der Ecke, heute auf den Speiseplan. Super Soda, einfach Honigsirup in den Mixer, bis er klar wird. Kühlen, fertig, macht fit und hält fit. Zum Schluss, Rat, mit jeder Ausgabe werden wir besser. Freut euch auf unsere nächste Mail. Okay, was hat es mit unserer Mission zu tun? Nicht. Okay, danke. Also das Einzige, was mir diese neue Form jetzt sagt, ist, du kannst dich jetzt klein machen und du kannst jetzt unter dem Baum rollen. Unter dem Baumstumpf, der umgefallen ist. Das ist das Einzige, was mir das jetzt sagt. Ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das uns weiterhelfen soll. Aber es ist cool. Von daher. Yeah, wir sind rübergekommen. Warte mal, ist da was? Da ist was! Haha, im Augenwinkel noch gesehen. Einen Sternsplitter. Den nehme ich mit. Was ist mit dem hier? Kollege, mal ab da! Ey, was soll das? Geht's noch? Ich hab gesagt, Hammer ab da! Ah, eine Röhre also. So, so. Wo führt die denn hin? In einen düsteren Wald. Das ist jetzt der düstere Wald, oder? Oh, da kommen neue Gegner bestimmt. Ich habe ein bisschen Angst. Was für mich erwarten wird. Was ist das denn? Wutbeben. Alle Gegner, Boden- und Deckengegner. Angriffskraft 5. Aber ich habe zu viele Items, also muss ich... mein Honigsirup trinken am besten. Tadam. Soll ich auch gehen. So. Ein bisschen BP. Oh Gott, nicht er. Oh, ich weiß, was wir gegen die Viecher kämpfen. Ich mag die nicht. Wenn man Paper Mario 1 jetzt mehr gesehen hat, der weiß, dass ich die Viecher nicht mag. Aber Gumbrina, was sind das denn überhaupt für Viecher? Für die Leute, die sie nicht kennen. Ja, einen Moment. Ah, hier. Das ist eine Suseldusel. Diese Biester sehen zwar süß aus, sind aber sehr lästig. Oh ja. 7 KP, 2 KP, keine Verteidigung. Besonders hüten musst du dich vor ihrem Wiegenlied. Das wirkt sehr einschläfernd. Ach, das ist nicht der düstere Wald, das ist ein düster Weg. Okay. Gelingt die Verteidigung, schläfst du nicht ein. Suseldusels fliehen, bevor ihnen die KP ausgehen. Erledige sie also schnell. Mhm. Wieso darf man hier eigentlich nicht springen? Ist das wegen dem einen Orden, den ich ausgerüstet habe, dass mein Hammer besser wird? Liegt es daran? Kann das sein, dass es daran liegt?
Ja, ich schätze, wir müssen jetzt angreifen. Okay, down ist wahrscheinlich ab. Ah, nee, ist down. Ich habe ihn down gemacht. Sehr schön. I didn't even know. Okay, haut ab. Er bufft sich. Gar nicht schön. Gar nicht gut. Und ja. Whoops. Versucht den Multikopfnuss. Wieso? 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 Unfair. Ach man. Bam. Ja, leider den Schwächeren gekillt, ne? Oh, aber unser Zauber wirkt. Und wir kriegen plus 3 Verteidigungen, aber nur Mario. Und der greift Gumbrida natürlich an. Toll. Danke für die Verzauberung, die in diesem Spiel gefühlt viel schlechter ist als im Vorgänger. Geil. Macht mich glücklich. Nicht. Ja, und ich schätze, du kannst jetzt nichts anderes machen außer eine Scheunenlage. Ich war doch die Verteidigung vielleicht, aber hey, Luigi hat's gefallen. Luigi schaut mir mal zu. War das sein eigenes Abenteuer? Na, ist auch egal. Vielleicht ist er ja nebenan und kann mal kurz zuschauen, was sein Bruder so macht. Ich glaube, es ist denn im Orden. Ich werde mal diesen Superpower-Hammer-Orden wegtun und gucken, ob das noch was ändert. Vielleicht muss ich Hammer und Jump-Orden gleichzeitig reintun, sonst kann ich das eine oder das andere nicht benutzen. Hier. Ah, hier steht sogar. Dafür kann ich keine Sprünge mehr verwenden. Dafür kann Hammer nicht verwendet werden. Ich will wirklich wissen, was passiert, wenn ich beide reintue. Weil dann muss das doch... Also entweder ich bin dann komplett dead. Ich kann die nicht beide aufeinander stacken. Oder ich kann beide benutzen. Das wäre geil. Das wäre auf jeden Fall geil. Jetzt muss ich aber stattdessen irgendwas reintun. Ne? Feuerschlag. Nee, 5 BP ist zu much. Ein Ausweicher vielleicht. Charge wäre nicht schlecht. Maßzeigung steigt. Ach, keine Ahnung. Mach einfach rein. Mach einfach irgendwas rein. Oh, warte mal. Unten geht es gar nicht weiter. Aber da ist noch ein Block. Will ich wissen, was der Block ist? Ja. Ja, ich will es wissen. Oh Mann! Aber ich will nicht kämpfen! Ich will nicht kämpfen, Mann! Ah, okay, es sind nur 2 Susils. Das passt ja noch. Bam! Hä, warum habe ich keinen. Achso. Oh, ups. Whoopsies! Bam! Vergesst, wie viel Schaden Gumbrina macht. Im Vergleich zu Mario. Bei dem, was Mario eigentlich für bekannt ist. Schlafen jetzt beide? Nee, nur sie. Nicht gut, aber was zu machen. Yahoo! Waha! Yippie! Let's do this! Dün, 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 dün. Und Pummeluff schläft. Diese Pummeluff hat uns zum Schlafen gebracht. Hallo? Können wir wieder kämpfen? Können wir irgendwas machen? Haust du ab? Machst du irgendwas? Ich kann mich auch nicht verteidigen oder so. Ich werde einfach gerade angegriffen. Und die Zahl steigt auch immer. Jetzt haut er ab. Danke. Oh, wir sind aufgewacht. Oh, der geht das weg. Cool. Wir haben was dazu gelernt. Yeah. Okay, jetzt hat er das besiegt. Okay. Wehe, das war's nicht worth it. Neun Münzen. Für 9 Münzen habe ich mich verprügeln lassen. Sehr nice. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall. So, wo kommt das hin? Wo kommen wir hin? Das hin. Wo kommen wir hin? Zu einem Orden. Hammerwurf. Hammerwurf auf einen beliebigen Gegner. Umgeht Verteidigung. Das klingt geil. Verteidigung zu umgehen klingt immer geil. Mach, was auch immer du eingesetzt hast, vorher weg. Hier, brauche ich nicht. Gib mir den Hammerwurf. Danke. Oh nein, nein. Nein, nicht schon wieder. Ihr nervigen Suseldusels. Duselduselz. Ihr gruselt mir. Ach nein, was ist das denn für einer? Kennen wir den nicht schon aus der Arena? Ist das nicht ein Hyperkarl? Ja, ein Hyperkirk. Sie haben eine höhere Verteidigung als normale Kirks. 4 KP, 3 Angriffsfreie Verteidigung. Wenn sie sich aufladen, beträgt ihre Angriffskraft 9. Harte Gegner, die sich aufladen können. Wirklich ziemlich fiese Biester.
wäre gut, wenn du sie mit Konter abwehren könntest. Sonst solltest du vielleicht Items ersetzen oder verfliehen. Ja, ich will meine Items hier nicht verschwenden gegen die Noobs hier. Hauen wir lieber ab. Was heißt Noobs? Die geben halt nicht super viel Erfahrungspunkte, deshalb. Ich denke nicht, dass es so worth it ist. Hauen wir einfach ab. Zu einem Baum. Der steht mir ein bisschen zu sehr im Weg. Oh cool, hinter dem Baum war noch ein Baum. Gehen wir mal hinein. Oh. Okay, warum ist der Arzt von dem Baum mit dem anderen Baum komplett anders? Warum sind das so zwei verschiedene Bäume? Na egal. War ein Warp-Pipe-Baum. Oder so. Oh. Hey, verschwinde! Geht nicht. Was, warum macht Mario diese Pose? So ein Tipp? Wenn du noch klemmen bist, dann schau doch mal auf den Boden und nicht nur geradeaus. Was ist noch ein Boden? Ah. Aha. Danke für den Hinweis. Ein Bassstampfattacke. Wo bin ich jetzt? Ah, cool. Sag jetzt aber nicht, dass... Oh. Interessant. Ich finde immer noch so ich finde es immer noch so erstaunlich, wie stark Mario einfach ist. Dass er das einfach schieben kann, als wäre es nichts. Hä? Oh, nett. Ist das ein Gegner? Es ist ein Gegner. Hast du schon gedacht, das ist kein Item, das ist kein Stein. Das ist nicht irgendein Stein. Noch nicht ein Stein. Oh, das sieht cool aus. Spukabteil, wir sind angekommen. Oh, wir können uns heilen. Ah, 10 Münzen, ich bin geizig, ich weiß nicht. Das muss die Spukabteil sein, wo dieser Geist wohnt. Irgendwie unheimlich hier. Wir sollten schnellstens noch Sternjuwel finden. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Andererseits muss ich zweimal überlegen, will ich 10 Münzen ausgeben, um mich zu heilen? Ich habe halt gar nichts mehr für... Ja, Gelee Royal, aber das will ich nicht verschwenden. Sonst habe ich halt gar nichts mehr für BP. Ich habe gar keine BP mehr. Ja, dann werde ich von den sauren Apfel beißen und kaufen. Für die komplette Heilung. Ja, ich hoffe, es hat zumindest alle geheilt und nicht nur uns beide und BP. Weil dann ist es okay. Hä? Was ist denn hier? Oh! Ein Brunnen! Bist du ein Gegner? Oh, du bist ein Gegner! Alter, ich hab mich voll erschrocken gerade aus irgendeinem Grund. Ich dachte, das ist so ein NPC. Was zur Hölle? Was willst du von uns, hä? Und man hat gesehen, da war eine Insignie, obwohl wir eigentlich schon alle Insignien gefunden haben, die wir bisher finden können. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar sehr niedlich, aber fies. 5 Angriff, 4 Treffer. 5 KP, 3 Angriff, 4 Verteidigung. Feuerattacken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Mario. Zeig ihnen die Wirkung deiner Sprungattacken. Boah, der hat da richtig krasse Stats. Habt ihr das gehört? Aber okay. Lass uns trotzdem nicht klein kriegen. Von den kleinen Rackern. Schon gar nicht, Combrina. Sehr nice. Okay, also wenn man sie nicht umdreht, sind sie fiese Biester. Merken wir uns das. Ja, das meine ich. Wir kriegen eine Insignie, wo wir eigentlich schon alle ausgegeben haben, die wir ausgeben können. Ja, meine ich. Mehr als 4 Partner. Zumindest noch nicht. Hier kommen wir nicht rein, aber hier können wir ja durchrollen. Ich weiß aber nicht, ob wir das sollen. Vielleicht wäre es halt doch besser, wenn wir hier lang gehen. Andererseits... Ah nee, komm, gehen wir hier unten lang. Ich war jetzt schon hier unten. Dann machen wir hier weiter. Was auch immer uns erwarten wird. Was zur Hölle? Wie viele von diesen Mistviechern leben hier bitte? Ah, schön. Kein Schaden. Was mache ich gegen die Viecher, wenn ich die nicht umdrehen kann? Combrina, hilf mir mal bitte. Ja, Moment. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihrem Rücken.
5 KP, 3 Angriff, 4 Verteidigung. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben also absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihr einfach auf 0 und du kannst angreifen. Aber wegen der Stacheln sind Sprungattacken nicht ganz einfach. Ja, und wie kippe ich die denn um? Weißt du nicht, ne? Weißt du nicht. Dann hau ich lieber ab. Ich muss meine BP und meine KP schonen. Vor allem meine BP. Oh, Orkansprung erhalten. Bei richtiger Anwendung trifft Mario auch seinen Luftgegner. Okay. Ich schätze, wir machen jetzt einfach noch ein paar Kämpfe. Andererseits, da ist einer von den Viechern und... Naja. Wenn ihr mich fragt... Ach, wird das lieber nicht! Nö, okay, nö. Ich wollte nur kurz die Tür abchecken. Wir können sie schieben! Was, wir können die Tür schieben? Und schaut mal, wo uns das hinführt. Ist das nicht das Innere? Der Wille? Nee, warte, was? Hey, 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 stopp, 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 stopp. Wie jetzt? Du wirst mir sagen, hey. Du wirst mir sagen, das war umsonst, das war unnötig? Fehlt uns vielleicht irgendwas? Ich habe das Gefühl, wir sind ein wenig zu früh hier, weißt du, was ich meine? Lass uns wieder zurückgehen. Okay, wir sind zu früh hier, hab's verstanden. Wir sollen hier noch nicht sein. Nein, ich... Oh Mario, spring doch nicht auf den Pickelkäfer. Och, Kollege. Guck, da hauen sogar schon die ganzen Bubus ab, die uns gefolgt sind, um uns zuzuschauen. Toll gemacht, Mario. Ganz große Klasse. Hauen wir schnell ab. Wir sind zu früh hier. Warum darf ich denn hier hin? Ich mag diesen Mario World Sound. Na gut, wir können zumindest hier lang. Moin. Hallöchen. Kurz klopfen. Niemand da? Gehen wir rein. Schick, schick. Ein silberner Schlüssel für die Tür. Okay, wir können auch hier direkt weiter. Gucken wir mal, was es hier gibt. Ob ich überhaupt weiter soll. Ja, ja, hier will ich hin. Schon die zweite Insignie. Dabei fehlt uns ein Partner, die wir es für ausgeben können. Oder können wir vielleicht jetzt nach diesem Chapter Insignien für bereits geupgradete Partner ausgeben? Für noch krasser geupgradete Partner. Das könnte sein. Kochbuch, offensichtlich von Ernie. Wer? Eisschlagorden. Dieser Schlag verwandelt Gegner in eisige Skulpturen. Ja, ist okay. Hier wohnt Mario übrigens. Ist halt zu Hause. Der spielt gerne Musik. Ich wollte nur die Wumtour zeigen, so ein bisschen. Aber ja. Wer ist klein genug, um hier durchzukommen und dann dort zu leben? Bisschen weird, wenn ihr mich fragt, aber in Ordnung. Hä? All meine Freunde wurden eingesperrt. Ich bin so einsam. Also gut? Das ist ein Buhu, ein normaler fliegender, flauschiger Geist. Ob er in diesem Raum irgendwie gefangen ist? Irgendwas sagt mir, dass etwas vorgefallen ist. Bin so traurig. Hey, du wirkst aber nicht traurig, hä? Hier kommst du nicht durch. Warum nicht? Weil ich das so sage. Okay, entspann dich mal. Warum sehen die Buhus eigentlich im Paper Mario Spiel immer so komisch aus? So zumindest in den ersten paar. Hier kommst du auch nicht durch. Meinetwegen? Dann, was ist... schaut euch das Ding mal an. Das kommt mir doch bekannt vor. Oh! Juhu! Das können wir wegblähen. Huste und puste dir der Wand weg. Danke, Arona. Hast du toll gemacht. Aha. Wir sind out of bounds. Willkommen bei Boundary Break. Was denn hier? Geheimer Schatz. Der Sparblüteorden. Marius BP-Bedarf wird um 1 gesenkt? Das klingt geil. Aber 4 OP ist schon... Das ist schon so ein Ding, wisst ihr? Das ist schon so ein Ding. Und
Das ist ein Ding, das ich leider nicht machen kann, weil ich nicht genug habe. Ja, dann behalte erst mit dem Hammerwurf. Und den Orkansprung. Nein. Oder? Aber warum nicht? Mir egal. Irgendwas. Aber einfach dieses Bild hier. Wir sind einfach out of bounds. Das ist einfach lustig. Hinter dem Geländer der Welt. Die Buhus, sie machen was mit einem. Also ich weiß ja nicht, wo ihr herkommt, aber in meiner Welt sehen Truhen anders aus. Eine Schatzkiste! Sicher? Okay, wenn du meinst, das ist eine Schatzkiste. Oh! Nein, du bist Mensch, all over again. Was hab ich getan? Ja! Yeah, yeah. Na, hast du gut aufgepasst? Dann kannst du mir bestimmt sagen, viele Geister aus dieser Kiste gekommen sind. Also bei Luigi's Mansion waren es 50? Leider daneben! Richtig wäre 200 gewesen! Nee, aber das tut mir leid, hier hast du einen Trostpreis! Bis bald! Hast du ausgekackt die Münze? Danke, Mann! Besser als 6. Jetzt muss ich die anfassen. Mit dem Hammer nehme ich die. Ja? Ein unterirdischer Gang! Dieses Fahnenlicht hier ist auch irgendwie unheimlich. Und wenn es Licht gibt, dann wird der Gang sicher gelegentlich genutzt, oder? Ja, die Fackeln. Ist ja wahrscheinlich echtes Feuer, oder? Oder vielleicht ist auch so spirituelles Feuer, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, hier geht's aber nicht weiter. Wir müssen wieder zurück. Ich glaube, er ist nicht mehr so traurig jetzt, oder? Jetzt, wo ich deine Freunde befreit habe. willst du mich etwa ärgern? Nein, ich will dich nicht ärgern. Wirklich? Was mit dir? Oh, was hab ich getan? Ich wollte ihn nicht ärgern, wirklich! Don't pick on him! Oh nein, jetzt tanzen sie. Wow, yeah. Wir müssen weg! Wir müssen ganz schön weg! Außengang. Oh, nicht ihr! Bam! Treffe ich ihn jetzt überhaupt? Ah ja, er wartet auf dem Boden auf mich, danke! Bam! Haben wir die schon gescannt? Ich glaube nicht. Nee, in diesem Spiel noch nicht. Ja, die sind schon etwas nervig. Das gebe ich zu. Das geht so. Was ist denn Flap Flap? Flap Flaps beißen. Die heißen so, weil sie mit flatternden Flügeln angreifen. Ein treffender Name. Genau ins Schwarze. Aber abgesehen davon, Flap Flaps sind ernstzunehmende Gegner. Hör dir das an. 6 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Sie lieben es anscheinend, in der Decke zu hängen. Wenn du ihnen Schaden zufügst, lösen sie sich von der Decke. Und dann kann sie endlich angreifen. Okay. Trifft Maris in den Luftgegner. Na gut, das hilft aber jetzt gerade nicht, ne? Na, ich kann aber den hier zumindest schon mal ausschalten. Bam, bam. Wow, wow. Ich glaube, im ersten Teil waren die nerviger, die Viecher. Da bist du. Wollen die Schnauze wieder, Mann. Ich hol dich. Ich habe keine... Hä? Wieso nicht? Da steht doch bei richtiger Anwendung. Ich mache aus einem Luftgegner. Hammerwurf. Beim Bühnengegner. Umgeht Verteidigung. Okay, versuchen wir es mal. Nimm den Hammer! Pschuh. Oh, cool. Doch, der Orden gefällt mir. Eine Attacke, die ich lange gebraucht habe, tatsächlich. Nice. Oh, und jetzt endlich mal bringt der Zauber was. Vernünftiges, was Wertvolles. Verdoppelte Sternpunkte. Das heißt, wir kriegen jetzt, was ist das? 10, 12? 12. Sehr, sehr schick. Bitte öfter davon. Dankeschön. Boah, bam. Weiß ja auch nicht, warum der Zauber hier in diesem Spiel so komisch ist. Bin ein bisschen enttäuscht davon. Schalter? Wer hätte ihn nicht gedrückt? Was habe ich getan? Irgendwas ist gerade passiert, glaube ich. Aber wir können uns hier hinten noch umschauen. Hallo? Ein Goldblatt! Ein Blatt aus der Spukabtei stellt 10 BP wieder her. 10 BP? Das klingt geil. Warum habe ich einen normalen Pilz? Wann habe ich den? Wann habe ich den eingesammelt? Komm, fress ihn einfach. Ja, komm. Brauch ihn nicht. Danke. Danke, aber. Ist hier noch irgendwas? Nee.
Aber ist gut, das haben wir ein Item für BP aufladen. Kann man eigentlich immer gebrauchen, würde ich mal behaupten. Und das hier führt mich wohin? Ah, in die Spukabtei und zum Ende der Folge. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und seid gespannt, wie es hier beim nächsten Mal weitergeht bei Paper Mario. Das Ionentor und die Legende drum. Haha, ja, haha, haha, haha. Ja!